Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Resident Evil 7. Immer noch mit Zocker Andy. Und mit Messer Tunnel. Und wir haben die Karten aller Karten eingesetzt. Und Andy spielt jetzt wieder. Ja. Wir haben mal wieder ein kleines Päuschen eingelegt zwischendurch. Und Blackjack und Nutten. Genau, und Cooks. Was wir nicht haben. Ja, aber mit Cola. Genau, mit Cola. Das klingt hier wie. Das sieht aus wie ein. Ich sag doch voll die Disco. Ist doch eine Party, der hat doch gesagt, komm zur Party. Ich gehe gerade schon voll ab. Jetzt kommst du Scooter. Ach ja, denk dran, du hast gerade die Spezialmuni geladen. Falls du es wechseln willst, ne, mit LT. Ich muss erst mal gucken, was LT ist. Das sieht toll aus irgendwie. Jetzt siehst du hier so Scooter so auf der Bühne. Ich hab, oh Gott, kommt jetzt so was richtig geil, wenn Endkampf ja? In einem Schwarzlichtraum. Das wäre richtig cool. Ja, das wäre richtig cool, halt so, wenn du schon wieder einen Endkampf hast. Ich hab irgendwie Angst, es wird vielleicht nicht ganz so langsam laufen. Ich will es ja nicht ganz so spannend machen. Wenn ich jetzt Spaß habt. E.T. Sag mal, habe ich gerade recht mit Schwarzlicht oder was ist hier los? Es könnte sein. Let's play. Was steht da oben an der Decke? Achso, ach stimmt, Let's play. Ich habe E.T. gelesen. Machen wir ja. Guck mal auf das Schwarzlicht da. Kannst du das nehmen? Es sieht so. Nee. Oh. Bereit? Ja. Okay. Oh, wow, geile Party. Krass. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird unglaublich unangenehm, was gleich passiert. Ja. Fuck it. Dass sie sich auch sehen, ruhig hinsetzt. Zuhört. Oh Gott, die Fresse. Komm schon. Guck doch nicht so eklig, du ekelhaftiger. Alter. Ethan. Hallo! Der ist so eklig! Ethan, warte, warte! Ich hab übrigens einen Puh! Ich hab etwas für dich! Du Bello! Pass mal da nicht an! Schau doch mal her, was ich habe! Das ist ein Embryo. Weißt du, wozu das gut ist? Keine Ahnung, wirst du jetzt dran lecken? Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Nein. Oder dann hat zumindest so eine komische Statue. Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Das ist ein Affe. Nein, Ethan. Es ist nicht besonders. Das. Das genau. Oh nee. Ist besonders. Nee. Weißt du, Ethan? Nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was? Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. Zoe ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan? Ethan? Du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Ich bin an der diesem jetzt durch den Fernseher kommen. Ich würde dich gerne angreifen. Scheiße! Du voll trocken und ich will! Es war klar. Also für mich war es jetzt völlig absehbar. Für mich gerade gar nicht. Deswegen ist es so geil. Manchmal weißt du, ich bin voll ruhig, du schreist und manchmal ne? Ich schrei und dann mach. Und du. Du solltest dich gerade mal sehen, weil wir gucken uns zwischendurch noch an und ich noch voll am Grinsen. Das war jetzt für mich tatsächlich ersichtlich, dass das passieren wird. Für mich nicht. Ich dachte nur so, ja, das Video aus und dann ist. Ist sie vielleicht was? Das ist genau das, was ich will. Wo ist meine Neonfarbe? Ja, wir wollen jetzt hier eine Botschaft draufschreiben. Wir haben jetzt eine Message zu vertellen. Und wir speichern. Bam!
Shotgun! Komm doch! Nee, ich bleib mal hier bei. Ist ja gar keine. So, das ist so eine Wand. Ich muss mir schon wieder die Nase schnauben, verdammt. Dann macht er still und heimlich, während es keiner hört. Kann ich nicht. Das sieht irgendwie aus wie was zum Einsammeln. Ja, ist es leider nicht. Ist es. Leider nicht. Also das hier ist irgendwie so ein Neubau. Ist das nicht diese Umgebung, wo der Typ in diesem Happy Birthday Video war? Würde ich jetzt gerne mal tippen. Das wollte ich gar nicht. Wollte. Versuchsgelände erstes. Oh! Oh! Moment. Resident Evil Tradition. Es endet traditionell immer in irgendeinem Labor. Mhm. Versuchsgelände. Das heißt, du könntest gerade recht haben, wenn du sagst, du glaubst, dass wir uns dem Ende zuneigen. Ich denke, ich vermute es. Grünes Kraut. Hololo. Aber wir brauchen vor allem Chemikalien, um zu mischen. Die grünen Kräuter alleine ist so. Also ich glaube nicht, dass das Spiel so fies ist und sagt, nee, der ist alle Chemikalien verbraucht, du Penner. Penner. Hier könnte auch denn dieses. Was ist das denn? Oh! Das war knapp. Oh! Das war gerade sogar zu knapp. Ich wollte auch gerade sagen. Oh. Das war zu knapp. Messer. Mach mal mit dem Messer. Nee. Wenn ich das Ding jetzt anhaue. Muss unten durchkriechen. Ich kann nichts machen. Vor allen Dingen, guck mal auf die andere Seite von der Wand. Warte mal ganz kurz, ich muss mal ein bisschen mein Ding leise machen. Aha. Auf die andere Seite, also hier. Auf die andere Seite, da wo die Strippe endet. Ist da irgendwie ein Hebel? Nee. Also musst du unten durchkriechen, ne? Naja. Bist du mal hin. Vor allem hat der hier so Fallen gebaut und so. Brauchst eine helfende Hand? Ey, das würde ich lieber nicht machen, wenn du sowas machst und die Hand fällt in das Seil. Sehr gut. Ah, okay, jetzt muss ich. Muss da hinten unten drunter durch. Wo das befestigt ist. Ist hier vielleicht noch was? Nö. So, das ist hoch genug, hier soll ich durchkommen. Na, gerade so. So. Ich meinte hier. Also naja, klar. Pistolenmuni, guck mal nochmal unten. Ja, ich bin dabei. Was ist denn das Gelbe da gewesen? Achso, ja. Was war das? Vielleicht musst du, wenn hier irgendwie ein Boss kommt oder so, kannst du wieder reinlocken. Ja, ja. Deswegen, ich versuche mir das auch zu merken, dass ich. Ja, kannst du dir einen Vorteil verschaffen? Oh Gott. Das sieht schon so aus, wie du musst gleich wegrennen und versuchen, den Typen reinzulocken. Oder das, was gleich auf dich zukommt, da gehst du da irgendwie rein. Komm ich hier ohne Probleme durch? Ja. Da gegenüber ist nochmal eins. Aber sieh dich erstmal um. Ist nichts. So bewege ich mich auch immer. Stopp! Aufstehen? Nach rechts gucken. Da! Ah, da ist es doch. Ja. Für die unsere Pistole. Für die defekte Pistole, die wir gefunden haben. Soll ich nochmal zurückgehen? Nee, wir finden bestimmt bald einen Safe-Raum. Oh! Das ist ein bisschen niedrig. Ja, aber in einem. Ich komme. In der Mitte durch. Ist auch nochmal eins von oben nach unten. Ich weiß, deswegen überlege ich gerade, wie ich da durchkomme. Na, wenn dann an der. Das ist kein Bug. Okay, pass auf. Nee, da nicht. Wenn dann an der hinteren. So, naja, ich habe bloß geguckt, ob ich. Ich muss erstmal hier dran vorbei. Ist das weiter vorn? Ich komme ja hier nicht. Ich komme hier nicht. Oh! Ey! Hä? Was? Hätte ich wohl erwähnen sollen, was? Hä? Also komm, ganz ehrlich, das konnte ich gar nicht berührt haben. Vielleicht musst du doch auf die Dinger schießen, dann, um die auszulösen. Wir haben jetzt gesehen, dass es keine große Flächenexplosion wird, sondern halt nur in diesem kleinen Rahmen, in dem man sich da eben. Ich habe Schaden dafür gekriegt. Ja, deswegen, dann bei den nächsten, die so komisch sind, da schießt du einfach mal drauf. Würde ich bevorzugen. Ja, wenn es wieder so ein doppeltes ist. No. Ein riesiges Paket Butter. Nicht, dass wir gleich wegrennen müssen und uns das hier jetzt gerade unnötig schwer machen, indem wir die Fallen nicht wegmachen. Aber die Fallen könnten uns aber auch das Leben retten. Wenn es wieder so ein Krabbelvieh ist, was sowieso am Boden rumkriecht. Ey. Das ist zu auffällig. Ich bin nicht blöd. Ich habe damit gerechnet, das Ding geht volle Kanne jetzt in die Luft. Ja, ne? Die Kiste, das war so. Ja, ne? Ich dachte, da ist jetzt was drin oder so. Also, dass es halt so wirklich echt eine Falle halt ist. Weißt du, dass das Spiel spielt mit uns Psychospiele? Wir verarschen uns doch die ganze Zeit. Ey, wenn ich Psychospiele will, dann spiele ich Stanley's Parable.
Ach, scheiße. Na, wollen wir Psycho-Killer-Spiele spielen? Und dann kriegen wir hier nochmal Munition. Jetzt hätte der Sprengsatz losgehen müssen, wo du das aufgesammelt hast, weißt du? Nächste Kiste. Soll ich drauf schießen? Ja. Ich weiß, ich vertraue dem. Es Alter, ist so wie mies. Schön. Vor allem jetzt hätte man, also ich meine, wir sind ja schon so, ja gut, dann schieße ich halt auf die. Ja gut, das, gut, dann sind keine Springsätze, so ein Boom. Das ist schon wieder unglaublich, ey. Überlegt, aber wir haben Spiel, guten Riecher. Aber wir sind besser. Na, wir haben einen guten Riecher, glaube ich. Das ist gar nicht so schlecht. Ungefähr hier müsste Kopf sein, falls jetzt was kommt. Wir haben gespeichert. Ja, es ist nicht speichert. Ho! Ich weiß gar nicht, ob du auf das Seil oder auf den Sprengsatz schießen musst. Ich glaube auf den Sprengsatz, aber der wird wahrscheinlich unten sein. Ne, guck mal unten links. Unten links. Da sind mehrere, vor allen Dingen. Da sind mehrere. Ja, ich will aber erstmal ganz kurz hier so gucken. Was ist denn das hier? Wo man nichts sieht. Weil er ja in wichtigen Situationen seine Taschenlampe nicht anmacht. Weil er irgendwie bescheuert ist. Hier ist wohl nichts. Was zum Teufel? Ist das echt eine Sackgasse oder was soll das da sein? Sieht aus, als ob es da weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Was sagt denn die Karte? Sackgasse. Das sieht sehr merkwürdig aus. Aber guck mal, ich bin jetzt hier. Ist das vielleicht ist es ein Aufzug oder sowas. Das sieht mehr so komisch aus. Aber pass auf, hier ist noch eine Strippe vor der Tür. Ich weiß. Da sollte ich doch eigentlich durchkommen, oder? Eigentlich schon. Na, guck. Durch. Ich kann rückwärts laufen. Mach das mal kaputt. Ne. Oh, ich dachte jetzt echt, du kriegst Schaden davon. Eine Kiste! Safe Room! Okay, pack mal das Band weg. Was haben wir gespielt? Reparatursätze. Die defekte Pistole. Den Schlangenschlüssel brauchen wir auch nicht mehr, ne? Nee. So, wo ist denn das fragst du mich, spiel das blind? Ich auch. Erstmal das und dann da, 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 da. Eine relativ kraftvolle Pistole, sie ist, scheint aber noch brauchbar zu sein. Kann man da die Munition nicht rausholen? Sollen wir mit dir weiterspielen? Mit ja. Dir? Dann packe ich die weg. Ja. Die hat aber weniger Schuss als die anderen. Das ist nicht schlimm, aber vielleicht ist sie gerade, ich weiß nicht, irgendwie sind Pistolen, die weniger Schuss haben, immer besser. Nimm mal. Der Lauf ist auch länger, guck mal. Nimm mal. Spezialmunition? Die habe ich nee, nimm mal. Oh, ich würde gerade sagen, mal Magnum-Munition oder sowas mit, aber wir haben nur drei, wir haben nur vier Schuss. Eine ist in der Waffe und drei haben wir so. Ja, hast du auch nicht. Hast du den Code, haben wir den Code irgendwie bekommen? Der wird uns gleich einen Hinweis geben, hoffe ich. Mach keinen Scheiß! Das hättet ihr euch im Video merken müssen. Dö, dö, dö. Loser. Aber es ist kein Safe. Nee, es ist kein Safe Raum. Aber warte mal, wenn ich hier Sachen rausholen darf. Und da ist. Was? Ich bin doch nicht bescheuert. Ich kenne die Scheiße. Was? Ich kenne die Scheiße. Oh ja. Ich wollte gerade zu dir sagen, nimm mal die Magnum mit vor allen Dingen. Aber die Magnum müssen wir uns vielleicht. Was ist? Ich werde das noch aufheben. Ich glaube nicht, dass das Ende ist, aber ich. Ich nehm das mal mit. Nimm mal das mit, genau. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Hm. Probier doch mal 0814. Nein, 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 nein. 0621. Nein, 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 nein. Es ist 0514. Na komm schon. Versuch's doch mal 0815. Das. Willst du mich gerade. Das wollte ich gerade eingeben. Ja. Warte mal. Tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Ich lass mich doch nicht verarschen. Das war so cool! Der Andi ist so cool! Oh mein Gott. Das war, ich war eigentlich, mein erster Gedanke war, ich guck mir seine Jacke an, vielleicht finde ich da was. Ja. Dann dachte ich so, warum sagt er Tic Tac?
Oh, warte mal. Du hast gerade gesehen, dass die Tür da aufgegangen ist, ne? Wo? Ja. Rechts. Da. Da. Hallo. Obwohl es mich ja schon interessiert, was passiert wäre, wenn wir jetzt irgendwas eingegeben hätten. Vielleicht hätten wir instant explodiert. Und nein, wir haben nicht nachgeguckt, das war jetzt wirklich Zufall. Das war wirklich Zufall. Weil das ich einfach halt cool sein wollte. Ja. Ich wollte auch mal cool sein. Geh erstmal in die Tür. Cool. Schieß ruhig. Ich vertraue dir. Ich hole mir erstmal. Wieso finden wir jetzt schon wieder für den Flammenwerfer irgendwelche Munition? Ich weiß nicht. Ich würde behaupten, wir brauchen den nicht. Haben wir noch genug Platz im Achten? Locker. Das ist offen. Wollt ihr mich verarschen? Soll ich lieber drauf schießen? Ich meine, ja. Munition haben wir. Oh, Chemikalien, da kommt es. Das ist so gemein. So mies. Mach mal gleich Heilung. Das ist cool. Das ist lustig. Warum hab ich denn jetzt so die. Ich schicke immer so die lustigen Parts irgendwie, die so. Ich hab dieses völlig verstörte. Dieses so. Man sich jetzt mit zu Tode. Oh, geil. Ich sollte vielleicht auch nicht leichtsinnig Schränke öffnen, oder? Ja, wir müssen zumindest mal gucken, ja. Erstmal den Schrank angucken. Oh Gott, jetzt wird's echt. Jetzt ist es so. Alles mal untersuchen. Ja, Psychospiele. Ich vertraue dem Typen null. Also unseren schon, aber den anderen so, der ist so. Ich wollte gerade sagen, hä? Das ist ein Killer, der dich da im Haus hält. Was willst du dem vertrauen? Hm. Okay. Falsche Waffe. Soll ich mal die Waffen nochmal schnell umstellen? Dass da ich krieg grad so eine Paranoia. Wieso? Naja, ich guck schon hier auf die Schatten, wie sie halt so sind in dem Flur. Guck mal hier, die Seile da oben. Die werfen ja gerade so einen komischen Schatten quer über den Flur. Guck dir mal die Seile an. Ach so. Ja, aber das ist aber, weil die. Ja, ich werf keinen Schatten. Das ist, was zu bedeuten hat. Nein, aber ich dachte nur, vielleicht sind das auch dann, wenn man nicht genau hinguckt, weißt du, dann fliegst du da auch in die Luft, weil du auf irgendwas trittst oder irgendwie. Geh mal an dem Haufen vorbei. Was ist denn das da auf dem Boden? Das ist eine Kette. Was ist denn das da auf dem Boden? Oh, warte mal, fällt dir nicht was anderes auf? Warum wackelt denn das hier? Und die Kette? Das heißt, das ganze Ding muss ja einmal gewackelt haben gerade. Vor kurzem. Was soll ich meine? Ja. Sowas bewegt sich nicht aus. Also okay, die vielleicht schon. Aber die Kette wackelt halt auch. Und das klingt gerade merkwürdig, als ob es sich bewegen würde. Boah. Oh Gott! Das war gemein. Was bist du denn? Ich muss mich mal heilen. Das war ungünstig. Dahin ist unser Heil. Es tut mir leid, ich habe ganz kurz nicht aufgepasst. Macht doch nichts. Ah, Scheiße. Schlimmes, da drin ist ein Vieh. Man hat es wohl gesehen, das hat sich da durchgebracht. Ach, dumm. Erstmal in den Raum, vielleicht ist es ein Safe-Raum. Nein. Ach Gott, wo geht's denn hier los? Erstmal da oben. Ja. Ich hab's gesehen auf dem Boden. Ich wollte gerade sagen. Knapp. Wow. Nicht nah genug. Weit genug weg. Eine Munitionsverschwendung. Ah, weil du drunter gehockt hast unter dem. Ich habe das auch nicht gesehen. Ach, wusste der Sprengsatz ist ja eigentlich da. Eigentlich dürfte mir gar nichts passieren. Ja, eigentlich schon, aber. Nimm mal das Messer. Ich riskiere es, ne? Ja. Ihr habt's gehört, das war ein einvernehmlich. Steroide, na immerhin. Das ist vor allem für dauerhaft. Ey! Putz dir mal den Scheiß hier rein. Und wir werden dadurch geheilt. Das war mit Absicht. So. Ah, das ist vielleicht auch gleich unsere Belohnung, wenn man dem halt so geglaubt hat. Yay!
können wir uns bald nochmal so ein neues Dings holen. Nochmal so ein Steroid. WhatsApp-Update, wollte ich gerade sagen. Alter. Ein WhatsApp-Update. Okay, wir können uns für Münzen ein WhatsApp-Update holen, was alle dann gratis kriegen. Sondern die. Fertilizer. Das ist Dünger. Ich weiß. Das ist sogar mal eine der wenigen Sachen, die ich weiß. Ich weiß. Oh Gott, jetzt wird's. Ich gehe da wieder raus. Da ist irgendwo so ein Vieh. Okay. Na komm, jetzt kriegst du auch noch ein bisschen Grusel mit. Na, gruselig ist das Spiel die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Aber die richtigen abgefuckten Freak-Parts, die hatte ich. Du. Ja. Amnesia, a machine for pigs. Ja, ich verstehe dich total. Ja. Ja. Was ist denn los? Shotgun. Am Kopf. So? Wunderbar. Aber da kommt noch was Hübsches. Der eine ist ja schon fast tot. Das war. Guck hier um den, der schneller ist, nämlich Shotgun. Das Gute ist, der Flur hier ist sauber. Das heißt, ich kann hier. Das hab ich nicht. Das war die falsche Waffe. Du hast den Granatwerfer genommen. Das war die falsche Waffe. Ist egal, jetzt nimm die Shotgun, mach den platt. Nochmal. Was? Nochmal. Ich hab keine Muni gerade drin. Mann, Krepier. Aber gut, wir haben jetzt immer mal gesehen, wie so Granatwerfer aussieht. Genau, das. Das war alles. Wollten wir euch ja nur mal zeigen. Gut, dass ich noch eine dabei. Eine Granate dabei habe. Das haben wir jetzt natürlich nur gemacht, damit wir einen Platz im Inventar haben. Das war mein Plan, ja. Natürlich. Natürlich. Das war keine Absicht. Das war keine Absicht. Ich spiele doch. Ich kann doch nur zugeben, dass es keine Absicht war. Nö. Das war wirklich keine Absicht. Ich weiß nicht, der Controller, wenn ich hier drauf drücke, oder hier drauf halt, dann drückt er irgendwie nach unten. Na, dann habe ich die Waffe, toll. Die unten ist. Das ist mir jetzt. Wieso nehmen wir dann meinen und nicht deinen? Weiß ich nicht. Ja, schieb's auf meinen Controller. Toll. Toll, Andi. Toll. Hab dich doch trotzdem lieb. Ich hab's doch. Sagst du jetzt? Ja, guck mal. Ach ja, wir haben ja keinen. Schenken. Ach ja, ich sollte mich hier trotzdem mal. Ja. Man weiß ja nie, wenn man eh nichts sieht gerade. Sehe ich genauso. Go tell and roadie. Go tell and roadie. Go. Ich werde langsam irre, wenn wir nicht langsam irgendwie Chemikalien finden, ne? Everybody's dead. Dead. By the way, ich habe diesen Ohrwurm seit Freitag. Heute ist. Ich hab Magnum-Munition. Ich muss zurück. Ich muss die Magnum holen. Scheiße, ey. Wäre tatsächlich sinnvoller. Das wird seine Gründe haben, wenn ich gerade Magnum-Munition gefunden habe. Ja. Oder wir finden jetzt einfach eine Magnum zufällig. War hier nicht. Nee. Ich muss den ganzen Gang wieder zurück. Und wir sehen mich mal wieder durch die Gegend laufen, wie immer. Das ist ja nichts Neues. Oh Gott, toll. Ich bin besoffener. Toll, Andi. Toll. Hä? Noch ein, zwei. Noch weiter? Na, hinter dir. Genau, dadurch. Das ist ja anstrengend. Pack den Granatwerfer wieder rein. Ich wollte es auch gerade sagen. Ich pack den mal wieder weg. Und die Münze auch. Und die Magnum aus. Schießpulver auch. Also erstmal. So, und dann die Magnum. Genau. Jetzt das Schießpulver noch. Ich hoffe, weg. Ich brauch's sie nicht wirklich. Das kann auch weg. Das kann auch weg, ja. Wie sieht das überhaupt aus, wenn wir sie ausrüsten? Oh. Oh,
Oh. Das ist aber ein langes Rohr. Oh. Der Andi hat jetzt ein langes Rohr in der Hand, bloß. Was? Was? Oh Gott. Links. Go tell and Rosie. Alle stinken und ihre Kekse haben scheiße geschmeckt. Okay. Guck mal hinter dich. Habe ich ja die Magnum-Munition gemacht, ja. Ach so. Ich will so wissen, was hier noch so ist. Ein, ja. Nee, falscher Knopf. Hm. Auf nach oben. Das hat sich nach einem Schwein angehört. Hm. Gemischt mit irgendwas anderem. Aufhalten und. Ja. Sehr gut. Mit der Schrotflinte kann man ja auch nicht so viel falsch machen, Gott sei Dank. Der macht ganz komische Geräusche beim Zustechen. Safe. Oh, ja. Toll. Ist dir mal aufgefallen, immer wenn wir in unbekannte Gebiete sind und ich zurückrenne, weil ich denke, na, ich gehe mal lieber irgendwas weglegen. Dann kommt ein Safe-Raum. Ja, und dann kommt irgendwie ein Safe-Raum. Haben wir denn eine Karte gefunden? Schon? Naja, das hier, aber ich kann ja nicht alles sehen. Ja. Ich werde eine finden. Weil wir finden so komisch, verdächtig viel Flammenwerferzeug. Ich werde beim Flammenwerfer lieber mitnehmen, oder? Das ist auch so ein Trollzeug, weißt du? Ich weiß nicht, bin mir so unsicher. Ja. Dann auf jeden Fall gleich erstmal speichern. Da ist nichts. Hier habe ich. Hier ist auch nichts. Also den Flammenwerfer haben wir im Grunde nur diese Patronen, die wir gefunden haben. Und ansonsten nichts weiter, nur dieses zum Herstellen, sagen wir es mal so, weil uns fehlt ja die Chemikalie zum Herstellen. Das stimmt. Okay, dann lassen wir es so. Bleib mal bei der Magnum. Yeah. Go tell and Rhodey. Go tell and Rhodey. So, auf geht's. Wo bleibt denn hier die Action? Ne, wo ist denn jetzt die Action? Hallo Action, wo bist du? Guck mal, da vorne ist ein rotes, komisches Licht. Ja, schieß mal drauf. Hm, versuch was. Ja, ne? Was wird denn da beblasen? Du hast gespeichert. Mhm. Oh. Hätte klappen können, dass es runterhauen kann. Vielleicht musst du es auch noch runterhauen auf den Gegner, der unten langläuft. Bei einem eventuellen Bosskampf schießt doch. Den Scheiß tun wir uns nicht mehr an. Ihr seid so eine Assis, Mann. Ich werde ihn so elendig alles. Ja, ja. Ja. Alles rausreißen, diesen Typen, was er hat. Na? Einfach aus Prinzip und weil wir es können. Ne? Kriegt noch einen Plan. Aha. So, ich soll wohl da runter. Ich guck mich aber noch um. Ich bin noch nicht schon mal. Oh ja, hier hinten. So. Chantalle. Hm. Ja, so langsam wird's. Das ist gemein. Da ist Munition drin. Nein, ein gelb. Yes! Oh, du findest Heilung. Du ich ahne nichts Gutes. Ich habe eine Magnum bei, also. Ja, stimmt. Okay. Überleg mal, die Magnum hätten wir eigentlich. Oh mein nicht. Gott, aber du schießt. Nein, das war ein Scherz. Ich werde besser. Das stimmt. Findest dich da Warte rein. Mal, ist es mich jetzt interessiert? Ich kann da hochrennen. Da schießt erstmal diesen Sprengsatz oder so. Das ist keine Falle. Das
sieht ganz anders aus als der Rest. Und hier ist... Schieß mal auf den roten Knopf. Okay. Die Munition geht langsam auch hier auf zur Neige. Okay, pass auf, ich mach jetzt vernünftig, ich geh runter. Ich hab mir nichts anderes übrig, ich komme mich nicht runter. Was mal, liegt da was? Was halt ein totes Schwein? Das sieht komisch aus. Ja, ne? Ich geh runter. Soll ich schießen oder soll ich einfach mit dem Messer reinhauen? Ich bin so verarscht. Aber wir kriegen Pistolenmuni. 15 Schuss, das ist gut. Das ist auffällig. Scheiße. Gehen wir noch nicht an die Kontrolltafel. Ah, da fehlt was. Wir gucken. Eine Sonnekiste. Hinten links in der Ecke. Schießen. Sicher? Ja. Das gibt's nicht. Hinten und so? Das gibt's nicht. Okay. Ich glaube, das ist ein Kampf, wo ich viel wegrennen muss. Das sieht so nach. Auch wieder so, wie alle anderen, auch nach gucken, wegrennen. Wie wir vor allen Dingen automatisch davon ausgehen, dass es ein Kampf wird. Wir schießen einfach auf alles jetzt. Ach, die musst du unten einsetzen dann. Das auf dem Tisch auch zerschießen. Das war so klar. Das war eine große Explosion. Das war eine richtig große Explosion und da liegt ein Kraut. Erstmal. Was? Brenn. Nochmal eine Kapsel fürs Brenn. Ach, Scheiße. Ah, Scheiße! So, okay. Okay. Yo, go Andy. Ja, praktisch drei Versuche hab ich ja. Dann bist du dran. Haben wir eine Drei-Versuche-Klausel? Was? Haben wir eine Ah, guck die einzelne Stelle nochmal durch. Haben wir eine Drei-Versuche-Klausel, ja? Na, ich würde sagen, nach alle drei Mal, es sei denn, nach dem vierten Mal kommt so, oh, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Bitte frag mich nicht, was das war. Aber bevor ich das Ding hier einsetze, würde ich sagen, wir beenden erstmal an dieser Stelle den Part. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich geh wieder in meinen Stall. Genau, geh in den Stall. Braves Bambi. So. So, dann danke schön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.